Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Talkatoto, beim Clan. Ja, ihr seht es oben rechts schon, mit dem Alex360-Account beim Clan. Kampfunfähig, aber ich bin keineswegs hier kampfunfähig. Ich habe in den Clan-Spielen mal wieder hier teilgenommen und versuche eigentlich nur prozentual hier etwas zu holen, denn ich habe so eine Prozente-Challenge. Die ist mir eigentlich immer ganz recht, wenn ich mir die schnappe. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die Kampfmaschine setze. Dann setze ich meine Truppen immer so ein bisschen hier rumrum. Ist rumrum geklickt hier mit der Maus, sodass wir hier die Prozente holen und vielleicht sogar immer mal wieder den einen oder anderen Stern. Hier könnte das mal wieder klappen. Jo, hier klappt das sogar und ich kriege die meiste Hütte noch. Na, kann ich nochmal zünden? Ich denke mal, oh nee, kann ich nicht. Okay, wieder sauknapp. Aber 53% wieder drauf. Das summiert sich ja immer recht peu à peu. Und ihr seht das, ich habe die Challenge auch noch nicht. Ich habe die Challenge auch noch nicht geschafft. Muss also noch ein bisschen ran. Aber wir haben hier auch schon Clankrieg gespielt und ich bin in diesem Clan übrigens rein, nachdem ich aus dem anderen Clan ja gekickt wurde. Das war der allererste Clan hier wirklich im Global, der sich gemeldet hat und den habe ich angenommen. Also manchmal hat man ja auch das Gefühl, ja, Toto, bist ja nur in so hohen Clans. Nein, bin ich nicht, aber was soll ich machen? Das war jetzt der Erstbeste hier, der Sascha hat mich hier eingeladen und dem habe ich einfach zugestimmt. Ich habe mir kurz und knapp die Beschreibung durchgelesen. Passt also, wir suchen Kriegserfahrene ab fortgeschrittene R9, Kriegsteilnahme mit vollem Einsatz, keine Frage. Zaubertruppen etc. Bei Clanspielen sollte mindestens jeder 1000 Punkte schaffen. Das werde ich sicherlich schaffen. Habt Spaß am Spiel. Das habe ich und wir gucken mal in den letzten CK rein, denn da habe ich einiges zu zeigen. Ab Rathaus 7 bis Rathaus 11 hoch. Viel Spaß. Es ist ein Rathaus 7 Fight und ihr seht das hier nicht mit Drachen oder mit sonstige Armee, sondern ja, richtig schöne Schweinerei hier mit Schweinereiter auf Level 2. Finde ich sehr, sehr gut, dass natürlich auch in diesen Regionen hier solche Truppen genutzt werden und nicht immer nur Drachen, Drachen, Drachen. Ja, ich meine, so ein Zweier Drachen, der ist schon im Rathaus 7er Bereich, gegen Rathaus 7 vor allen Dingen, schon relativ stark. Und er kommt ja aber da hinten, macht dann noch den Drachen weg und kommt dann schon todesmütig hier mit den Schweinereitern in diese Base rein. Und ja, wenn du eine richtige Masse hast, ich meine, man hat auch als Rathaus 7 ja schon 3 Heilzauber zur Verfügung, da kannst du die Meute schon ganz gut durch heilen. 2 Riesenbomben hatten Rathaus 7, die sind jetzt auch schon weg, hat er schön gemacht. Ihr seht das hier noch, die Heilkreise komplett in der Mitte, also die mussten ja einmal durch die Mitte, die Hockreiter. Und jetzt hat er hier noch massiv Truppen, um hier außen zu clearen. Das ging hier also ruckzuck, war diese Base hier down. Die Schweinereiter sind dann auch dementsprechend schnell. King noch zum Cleanup gesetzt und dann ist mit dieser Base hier wirklich schnell Essig gewesen. Also mit Drachen kannst du dich auch schon mal verfliegen. Die fliegen dann ja immer hier schön diese Felder ab. Die Schweinereiter hüppeln halt die Felder schön ab und gehen halt erstmal nur auf Defenses. Und ist natürlich cool gemacht. Hier hat auch noch richtig viele Schweine hier über. Und der nächste Fight, den wir sehen, ist ein Rathaus 8 Fight. Und diesmal habe ich mir sogar eine richtige Liste gemacht. Ist vielleicht besser, als immer mal wieder hin und her zu scrollen. Ich habe natürlich fast alle Angriffe hier gesehen und kann natürlich auch nicht alle zeigen. Aber ich denke mal wieder so ein bisschen Mixi aus allem. Also auch die unteren Rathausstufen gehört auch in diesem Clan ganz klar dazu. Auch wenn man im Moment 9er sucht. Ja, 9er sind, manchmal sind sie rar gesät oder sie sind halt vergriffen. Und je besser die Helden natürlich werden, umso lieber nimmt auch so ein Clan ein Rathaus 9er. Und der Alex hier ist ja letztendlich kurz vor Ende. Ich habe jetzt noch mit dem Alex einen einzigen Level King zu machen. Danach ist auch der Alex hier durch und der Donnerbengel, mein anderes starkes RH9, hat den King jetzt auf 28, also auch da habe ich nur noch 2 Level zu machen und ich glaube aber auch nicht, dass ich mit diesen Accounts auf Rathaus 10 gehe. Irgendwann werden die auf 10 gehen, gar keine Frage, aber ich habe ja letztendlich noch einen 10er und einen 11er auch noch zu bespielen und ihr wisst selber, ab 10, 11, da wird es richtig zäh, vor allen Dingen mit dem Farm. Ich merke das ja bei Avatar schon und das ist ja nur mein einziger 10er neben den 11er. Und dann kommen die Masse an 9er. Also die 9er lassen sich nach wie vor am
smoothesten bespielen hier, muss ich mal so sagen. Also was das Farm angeht, was CK angeht und alles drüber wird dann schon, es wird zäher. Es wird ja auch alles teurer. Du musst halt immer etwas länger farmen, um eine Truppe zu machen oder um eine Defense zu machen. Aber schön gemacht hier mit Walküren. Super Angriff hier vom Robin auf die Nummer 15 auf den 7 oder auf den James heißt es sicherlich. Und richtig nett rasiert hier mit den Walküren, unterstützt von den Magiern mit King rein. Also auch hier wieder was etwas anderes abseits der Drachenangriffe. Und jetzt müssen die, was müssen die eigentlich noch machen? Ah, das eine Lager da. Okay, das eine Lager, das sind die Prozente. Und auch hier richtig viele Walküren über. Schön gemacht hier vom Robin. Und wir switchen sofort weiter zu einem 8-9 habe ich hier auf dem Zettel stehen. Das ist der Mr. Nice hier, 17 auf die Nummer 12, also 8-9 habe ich deswegen mir wahrscheinlich auf den Zettel geschrieben, weil er gerade so ein Rathaus 9er ist gegen die Maxed Out R8 Base hier und kommt hier erstmal mit einem Schweinereiter, um die Clanburg zu locken. Ja, so ein bisschen, ich hatte das in meinen letzten Videos ja ganz, ganz gerne so genannt. Ja, das ist so ein bisschen Oldschool Clash of Clans. Ne? Schön erstmal die Clanburg locken, Clanburg eliminieren. Und dann geht der Angriff erst los. Da kann man natürlich ein bisschen variieren. Ich verzichte, also im R8-Bereich, habt ihr die Tage gesehen, nehme ich auch immer noch die Lock-Methode. Im Rathaus 9-Bereich nehme ich das nicht immer, manchmal. Manchmal mache ich das, denn man verbaselt doch relativ viel Zeit teilweise. Verbaselt dann auch unter Umständen schon den einen oder anderen mehr an Truppe, Hals, den Giftzauber nicht gut gesetzt musste noch. Und dann verschwendest du vielleicht zu viel Magie, aber richtig schöne Schweinerei hier mal wieder. Ah, die Schweinereiter. Ihr merkt das ja auch bei mir in allen Rathausstufen. Liebe ich die. Liebe ich die Schweinereiter einfach, auch wenn ich nicht immer damit angreife, aber sie rocken. Ich bin auch so ein bisschen gespannt, wann Supercell das merkt, dass die im Moment, ich glaube, man kann sagen, ich habe mal die Tage mal gesagt, alle Truppen sind ja so relativ stabil, also was das Balancing angeht. Und ich glaube, die Schweinereiter sind so ein ganz kleines bisschen, so ein ganz kleinen Ticken auf dem Weg zum OP werden, also overpowered. Und aber hat er schön gemacht hier und wir gehen jetzt auf einen reinen 9er Angriff. Den macht hier der Klaus, also 9 auf die Nummer 9. Der Klaus auf die ja auf die Punkt 9 mit irgendeinem arabischen Namen davor sehe ich gerade vom Clan Spartacus, gegen die wir hier gebettelt haben, also 12 gegen 11, auch das ist relativ nah beisammen, auch was die Kriegssterne angeht, der Gegner und auch die gewonnenen Kriege und verlorenen Kriege der Gegner. Also schöner Clankrieg hier, relativ auf Augenhöhe und war auf jeden Fall super, super spannend hier. Und aber ich denke mal, ich habe mich hier ganz gut A vorgestellt, B eingelebt, habe jetzt auch erst gestern quasi gefragt. Ich frage ja eigentlich immer, wenn ich in anderen Clans bin, ob es gewünscht ist, beziehungsweise ob jemand etwas dagegen hat, dass ich ein wenig aufnehme, einfach ein paar nette CK-Kämpfe zeige, so wie diesen Govi-Va, ja, Valkyre. Im Englischen heißt sie Valkyrie und wird dort mit V geschrieben. Bei uns hier im Deutschen heißt sie Valkyre und wird mit W geschrieben, also ein Govi-Va. Ein Govi-Va. Habe ich auch schon länger nicht gesehen im Rathaus 9 Bereich. Also so ein Plane, aber bietet sich, ja, vielleicht bietet sich so ein bisschen an hier. Die Lanes hier, wie in anderen Spielen, können die richtig schön ablaufen. Immer wieder zwischen zwei Gebäude rein und einmal, zweimal die Äxte fliegen lassen hier. Und dann ist ganz, ganz schnell mit so einer Base geschehen hier. Und auch hier wieder richtig viele Walküren über. Ich muss mal schauen, was er in der Clanburg eigentlich hatte. Das sehen wir jetzt am Ende erst. Er hatte einen Golem auf Level 6 mit. Wir kommen zum ersten zweistelligen, also zum Rathaus 10er Angriff. Den hat hier der G-Town gemacht vom Clan. Kampfunfähig, also Rathaus, ich halte mal eben an, ihr kennt diese Base bestimmt noch. Die hatte ich nämlich auch, nur dass ich hier, wo ich jetzt mal gerade klicke, hier links auf den Feger und rechts am Feger, wo hier der King rumeiert, da stehen eigentlich in der Rathaus 10 Base, wenn man diese baut, die Inferno-Türme, die hat dieser Kollege hier nicht gehabt. Und aber trotzdem kommen alle irgendwie
immer sehr, sehr verstärkt, auch bei meiner Base, über die Queen-Seite rein, dass die Queen schon mal weg ist, ja, weiß ich gar nicht. Der King macht natürlich auch bei gewissen Truppen, vor allen Dingen auch hier, werden die Schweinereiter genutzt im Backend, beziehungsweise im Finish hier unten. Deswegen weiß ich das auch. Ich wollte das erst sagen, Leute, die Base ist mir bekannt. Hier unten ploppen jetzt rundherum die Tesla auf, das seht ihr gerade. Und ja, die Valkyren, schade. Die haben jetzt durch ihre Schnelligkeit erstmal die Clanburg mehr oder weniger angelockt. Und er hat hier unten aber die Queen, hat eine Hexe hier, Magier, glaube ich, sehe ich da. Und jetzt kommt er über die Flanke hier unten mit den Schweinereitern rein. Ja, die müssen jetzt natürlich erstmal nach draußen, nochmal zu den Tesla-Spulen hier. Und okay, da nimmt sich auch erstmal nur einer an. Ah, jetzt folgen ihm seine Brüder. Okay, und haben sich wahrscheinlich gedacht, oh nee, dem müssen wir da hinten helfen. Dann machen wir das auch mal. Jetzt ist hier oben noch relativ stark Feuer, sieht man ja. Und es ist auch immer noch richtig viel an Defense da. Er hat jetzt noch einen Heilzauber. Kann hier außen jetzt schon mal so ein bisschen mit Cleanup beginnen. Und ja, okay, hier fehlen die Infernos. Aber trotzdem ist das eine starke Base hier. Früher war diese Base im Rathaus 10er Bereich sicherlich eine starke Ringbase, wo du relativ schlecht in die Mitte kamst, weil hier natürlich erstmal nichts ist in der Mitte, was hier aufploppt. Also hier ploppt kein Tesla auf, hier ist keine Clanburg, die dir entgegenkommt, sodass deine Truppen schon mal Richtung Rathaus gezogen werden. Und von daher war das immer eine relativ starke Base hier. Jetzt müssen sich die Truppen auch nochmal durch Doppelmauern hier zwängen und da bist du natürlich mit den Schweinereitern super bedient. Aber er hat hier unten auch noch eine ganze Masse Bogenschützen, Hexen, alles am Start. Und hat er schön gemacht hier, der G-Town auf die Nummer 3, auf den Hassam SMSM. Oh, da kommen jetzt nochmal so ein paar Fallen. Oh, die Bombe, aber die Queen ist noch voll da. Und wir kommen zum Rathaus Elfheit. Den Rathaus Elfheit hat der Chef hier himself gemacht, also der Sascha, 1-1 auf den mit Namen Just Do It. Ja, Just Do It. Mal gucken, wie der Sascha das hier gedut hat auf diese Ringbase hier. Und ist nach wie vor einer meiner Schwächen im RA11-Bereich, so eine Base hier so einigermaßen zu knacken. Also er entscheidet sich erstmal für einen Queen Walk, ohne Queen, ohne Warden. Und Schweinereiter unterstützt jetzt schon mal, hat noch im Petto jetzt eine ganze Masse am Bowler und ja, auch schöne etwas ältere Taktik dann, die Valkyren hier mit zum Finish setzen, aber mal gucken, wie er die Valkyren letztendlich zum Ende einsetzt hier. Denn manchmal kommt es ja anders, oder erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Und ich glaube, so ist das nämlich auch hier gewesen. Also Queen hat schon mal ein bisschen eine Mauer angeschossen, hat ein bisschen was getan und geht jetzt aber hinter die Meute, also wunderbar, Queen super hier mit reingekriegt. Und ja, jetzt passiert eigentlich so ein bisschen das, wo du erstmal nicht mit rechnest, nämlich dass jetzt schon eine ganze Masse in die Mitte reingeht hier, denn ich denke mal, der Sprung war für die Valkyren und die Mitte ist jetzt aber schon mehr oder weniger, ja, die ist schon entkernt, jetzt ist sie nämlich weg mit dem letzten Tesla und jetzt können die schön hier im inneren Kreis so ein bisschen für Unruhe sorgen, so wie ich das mal benennen, weil ich glaube, überleben tun die nicht, denn die tanken jetzt neben den Bowlern, die hier jetzt geheilt werden, spielen oder übernehmen die eigentlich so ein bisschen die Rolle des Ersatztanks hier für die Queen, die in der Mitte natürlich ihrem Hobby frönt, eine Level 11 Mauer aufmachen. Und, ah ne, ist eine Level 10 Mauer, entschuldigt bitte, war eine Level 10 Mauer. Ihr hört so ein bisschen läuft mir die Nase. Es ist ja wieder ganz empfindlich kalt geworden. Mann. Hat das hier, jetzt A, eigentlich nur leicht geschneit, aber B, hat das alles sofort angezogen. Also draußen ist alles pickepacke hart und hört sich dann dementsprechend auch an, wenn man mal da durchtapst. Ja, hat er hier schön gemacht. Der Sascha mit Bowler und, oh, da lebt er doch noch eine Valkyrie. Habe ich mich verschätzt, ist also doch noch eine übergeblieben. Also super 3 Sterne hier. Und ja, ich habe mich hier natürlich auch 2x3 Sterne geholt. Und so einer wie die Nummer 7 hier, den mache ich auch nicht alle Tage so. Also auch mal von meiner Seite so ein bisschen, ihr seht das hier, diese total eng verschachtelte Base. Konnte ich also auch mal die Clanburg locken und komme hier oben mal mit dem Queenwalk rein. Also 30er Queenwalk
ist schon eine Nummer, keine Frage. Und in der Hoffnung, dass natürlich auch die gegnerische Queen mir jetzt gleich so ein bisschen entgegenkommt, bin ich von hier oben reingekommen. Und das ist eine Achter Queen. Ich meine, da so richtig Gegenwehr kommt da natürlich nicht. Jetzt habe ich hier auch schon außen eine Bombe ausgelöst. Also wie die Tage. Queen löst ja erstmal ein paar Bomben aus. Und Clanburg ist weg, Queen ist weg. Zeit für die Hüppler. Und hier unten kurz einen Riesen vorweggesetzt, das habt ihr gesehen, um zumindest schon mal die ersten Dev-Gebäude hier so ein bisschen abzulenken. Ja, so ein bisschen doof sind meine Schweinereiter jetzt aus der Clanburg, beziehungsweise meine zweite Welle ist ein bisschen doof geritten, denn ich wusste ja eigentlich, dass hier unten relativ viel Fallen sind. Ja, und in der Mitte, auch das wusste ich, dass da natürlich die Tesla-Spulen sind. Und dementsprechend ging das hier aber trotzdem relativ gut rein. Hab jetzt, ja, es ist noch viel Base über. Ich habe meinen letzten Heil eigentlich relativ früh hier gezündet, habe aber für Cleanup Magier noch einen Babydrachen vor allen Dingen und beide Helden. Ihr seht das hier, beide Helden. Also die Queen geht hier ganz genüsslich voll Heal rum. Und hier zücke ich jetzt meinen King. Auch hier so ein bisschen auf die Hoffnung, dass der gegnerische King mir jetzt gleich entgegenkommt. Also mein King. Jetzt ist er raus aus der Mauer. Und jetzt, zünde ich noch nicht mal, sondern lasse, ja, das überlasse ich doch meinen Hawks hier, denn so ein 10er King, ich gehe mal ganz nah ran, 1, 2, 3, jetzt kümmern die sich eben mal um den King, bäm, weg ist er, also es geht dann wirklich fürchterlich schnell, wenn da so 5, 6 Schweinereiter Level 5 drauf rumhauen und auch hier seht ihr, hier waren natürlich alle Fallen draußen und gefundenes Fressen, denke ich mal, für jeden Rathaus 9 hier im Clan. Kampfunfähig. Und kampfunfähig waren die auf gar keinen Fall. Das habt ihr gesehen, was wir für Kämpfe gesehen haben. Und ich hätte euch auch alle Kämpfe zeigen können, denn alle Kämpfe waren 3 Sterne. Ja, 60 zu 53, also volles Haus hier. Ich hätte euch also wirklich alle zeigen können. Sie waren wirklich alle sehr, sehr schön, alle sehr, sehr gut. Meine Meinung, meine bescheidene Meinung. Und richtig krasses Ding hier. Also gelungener Einstand meinerseits. Ich hoffe, die Folge hat euch aus diesem Clan, aus dem Clan kampfunfähig hier gefallen. Ich werde jetzt erstmal Clanspiele spielen, werde hier CK mitrocken und mal sehen, wo unsere Siegesserie hingeht, denn die ist gar nicht mal so schlecht. Immerhin schon 7 Stück. Mal sehen, ob wir das auf einen zweistelligen ausbauen können. Bis dahin, euer Toto. Flasht.